Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road Total War 2 mit Makedonien. Wir versuchen wieder, Alexander den Großen nachzumachen. Ah, das klingt so bescheuert, aber an sich versuchen wir sein altes Reich wieder an uns zu bringen. Und wir sind gerade gar nicht so schlecht. Also, hier oben hat sich eine neue Bedrohung breit gemacht. Die müssen wir ein bisschen zurückdrängen. Also hier machen wir gerade eine neue Armee auf. Die Verteidiger Pellas kommen jetzt auch nach Pontus rüber. Und hier müssen wir mal schauen. Also Libya, ich glaube, Libya haben wir umsonst angegriffen. Also als Alexander nach Afrika gekommen ist, haben, also von hier oben nach Süden gegangen sind, Tyros und Jerusalem haben richtig krass Gegenwehr gegeben. Aber die hat er auch besiegt. Und dann Ägypten hat er einfach übernommen. Also das, die haben sich kampflos ergeben, weil sie gegen Persien waren. Weil Persien hatte Afrika oder beziehungsweise Ägypten schon sehr lange unter ihrem Joch. Und deswegen hat Alexander das alles kostenlos bekommen und wurde hier auch noch zum Pharao gekrönt in Alexandria. Genau, da fing eigentlich auch das ganze, ja, der ganze Unsinn in seinem Kopf an, dass er eben so als mehr oder weniger Gott angesehen wollen, gewollt. Was? Er wollte als Gott angesehen werden und was ihm dann am Schluss das Genick gebrochen hat, war, als er dann Persien eben hier unten, da kommen wir noch genauer hin, wo genau, eingenommen hat oder besiegt hat, hat er auch persische Prinzessinnen geheiratet, also er hatte mehrere Frauen und er hat auch ihre Tradition übernommen, und zwar mussten die ganzen Soldaten und so weiter sich auf den Boden werfen, wenn er da oder wenn sie zu ihm gekommen sind, und seine ganzen Kumpels und Getreuen, die jahrelang an seiner Seite waren, haben sich halt geweigert oder paar, und ja, und der hat sie dann hingerichtet. Also der hat er war nach so vielen Schlachten nicht mehr so der tolle Typ. Also er hatte viele Schwierigkeiten auch. So, aber nichtsdestotrotz war er ein unglaublich heftiger Stratege und nicht. Oh, der versucht da bisschen was wieder einzunehmen. Und zwar nicht wie die meisten. Ja, ja, der braucht ja nicht wirklich meine Hilfe, ne? So, genau, und Alexander war. Oh oh. Ah, das gewinne ich sogar. Auch wenn er so viele Fernkämpfer hat. Ja, okay. Ja, das. Ja, aber das kämpfen wir. Das kämpfen wir. Genau, weil die meisten modernen Generäle, wie zum Beispiel Napoleon oder Hitler. Oder, das waren so die Haupt, oder quasi die größten, wo es sehr krass aufgefallen ist, dass
ja, die nichts drauf hatten, sondern ihre Generäle. Also quasi die Oberbefehlshaber hatten nichts drauf, aber die Generäle hatten sowas von was drauf. Und ja, ich glaube, ich bleibe wieder hier oben. Und das ist eben so eine Sache, wenn der General oder der Oberbefehlshaber nicht so viel kann wie seine Generäle, ist es halt manchmal besser, wenn der überlebt. Ah, das sind auch noch Picken. Das war ja kurze Geschichte. Damit hat zum Beispiel mein alter Geschichtslehrer mich für Geschichte begeistern können. Und zwar war das so, dass warte, jetzt, dass die Amerikaner eine Elitegruppe ausgebildet haben, also über Jahre ausgebildet haben, die nur einen Auftrag hatten, und zwar Hitler auf der Wolfschanze zu töten. Die hatten schon alles parat, die hatten die Ausweise, die hatten die Uniformen und die hatten sogar gefälschte. Na gut, will er nicht. Die hatten sogar gefälschte Bescheinigungen, dass sie eben in zur Wolfschanze gehen dürfen. Das war ja so eine krasse Safe-Zone. Ist ja auch klar. Und hier kommt die Bürgerwehr. Ja, wir bleiben halt. Genau. Und genau, die hatten alles parat. Aber warum haben die das dann nicht gemacht? Also der Auftrag wurde dann kurz vorher storniert bzw. abgebrochen, weil ja, Hitler so für den Krieg so ja, gut für die Alliierten waren. Also der hat so oft ja, Blödsinn. Alter, wie weit können? Wollt ihr nicht schießen? Die können nicht schießen, oder? Genau, der hat halt so oft falsche Entscheidungen getroffen, so dass die können von da oben nicht schießen, oder was? Na gut. So dass ja, oftmals, ja, Hitler war ja total gegen Rückzug. Und das hat ihn eigentlich, ja, am Schluss unter anderem, wieso schießen die nicht? Ja, jetzt gehen die vor, oder was? Schießt doch mal, ihr Deppen. Warte, die gehen mal vor. Wieso schießen die nicht? Sind die idiotisch? Warte mal, ich gehe mal hier hin. Vielleicht schießen die von da. Naja, wo war ich stehen geblieben? Genau, die haben eben dann den Auftrag storniert, falls also es hätte ja sein können, dass ein General von Hitler eben übernommen hätte. Und das wäre überhaupt nicht gut gewesen, weil die ja, weil die Generäle waren sehr gut.
Und ja, genau, deswegen wurde das eben nicht gemacht. So. Aber jetzt von da schießen die endlich, das ist schon mal gut. Aber das war auch das, was ich mir gedacht habe, weil der hat so viele Fernkämpfer. Das ist ein bisschen heftig. Warte mal. Ich gehe mit denen mal hier hin. Nein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, jetzt schön gegen die Phalanx. Die gehen jetzt auch dahin. Alter. So, jetzt ballert mal hier rauf. Da. Dann kommen meine mal runter. Dann mache ich mal einen kleinen Ausfall, ne? Unser General wird angegriffen. Einen schönen Kessel bauen. So. Ja, das sind ja noch ist ja noch seine Generalseinheit. Du den Blatt? Schon, oder? Ja. Brav. Ja, jetzt, der kann jetzt nichts mehr machen. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Der kann jetzt nichts mehr machen. So.
Armen. Ich muss aber seinen General schaffen. Ja, schaffe ich aber nicht mehr. Naja, okay. Wurscht. 2-6, ne? Mhm. So. Ja, also was hätte er machen können? Er hätte seinen Beschuss fokussieren müssen. Also nicht einfach irgendwo auf irgendwelche Einheiten drauf, sondern halt wirklich wirklich auf eine Einheit immer. Damit hätte er mindestens zwei, also wahrscheinlich wirklich drei Einheiten. Oh, ich habe gerade geschaut. OBS hat wieder rumgespackt. Ich hoffe, das war jetzt nur, weil wir aus der Schlacht raus sind. Oh Mann, ich muss mir angewöhnen, mehr auf den zweiten Bildschirm zu schauen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt nicht. Wieso hat der jetzt? Wieso? Ach. Ist doch kacke. So, Kusch. Du wirst jetzt auch angegriffen. Nope. Die sind halt ziemlich groß. Aber das ist egal. Kusch, Kusch, Kusch. Ich werde euch die Ehre erweisen, euren Bedingungen zuzuhören. Ja. So. Ach. Ja, du bekommst den da. Oh, was sind das? Ah. Da brauche ich auch viel Kavallerie. Bis jetzt habe ich nur zwei. Ja, ich muss aggressiv vorgehen, weil da viele. Der hat einen Stall. Warte mal. Ja, aber den kann ich nicht benutzen. Ein Tempel wäre ganz hilfreich. Dann mache ich mal den. Wenn ich hier hingehe. Minus 16. Dann tue ich den mal weg. Ja, der muss eigentlich da bleiben. Das ist eine Fullstack-Armee. Könnte sein, dass unser geliebter General nochmal einen fetzigen Angriff machen muss. Genau. Ich wollte unbedingt die Meisterkavallerie. Hoplitenkaserne ist natürlich auch super. Wie sieht sie denn hier aus? Wohlstand, Wachstum. Ah, das ist natürlich auch wichtig. Okay, komm, die vier Runden machen wir noch das und dann. Warte mal. Da schaue ich mal kurz. Einheiten, Heteirenreiterei, nee. Das ist aber nicht das, was ich wissen wollte. Warte. Nein, das ist das auch nicht. Warte. Habe ich die nicht? Ich glaube, die habe ich gar nicht gebaut. Nee, die habe ich nicht gebaut. Okay. Genau. Du brauchst noch eine Runde. Du gehst mal eins weiter und machst dir dann. Ja, naja. Nee, gehst mal bis so weit du kannst.
So. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir schon... Die Geten. Hey, was geht denn? So, Politik, die mögen uns ganz, ganz in Ordnung. Die verheiraten wir mal. Flirtende Ehefrau. Aber flirtende Ehefrau ist doch gut. Genau, auf Kinder. Plus 10, das ist gut. Das ist super. So. Warte, dann wechsle ich dich mal. Die Getreuen der Athene, da brauche ich auch noch einen neuen Namen. Wir haben... Alexanders Vermächtnis, die Verteidiger Pellas und Alexanders Stolz. Dann nennen wir dich da Darius. Untergang. Darius. Wird das so geschrieben? Ich glaube schon, ja. Darius Untergang. Du wirst ersetzt durch einen von mir. Hold my beer. Ja. Genau. Ersetzen. Habe ich den jetzt? Nee. So, jetzt hat. Tyrannenreiterei. Super. Du bekommst auch ein Update. So, jetzt bekommst du auch noch was. Gewonnene, Bewegungsreichweite, oh, das ist natürlich super. Hier du, warte, was machst du? Du kommst da Richtung Süden, du. Okay, du musst hier eigentlich weiter scouten. Du machst den da. Ja, was mache ich mit dir? An sich brauche ich dich gar nicht. An sich brauche ich den gar nicht mehr. Ah, die sind so gut. So eine Flotte ist eigentlich auch ganz schick, aber die ist halt richtig teuer. Die ist halt teuer. Naja, okay. Dann nächste Runde. Und dann, ja, schauen wir mal nächste Runde. Und dann machen wir weiter. Beziehungsweise dann machen wir Schluss. Weil ich muss heute noch für... Oh, bye bye. Ich muss... Oh nein. Ich muss heute noch für die ganze Woche vorproduzieren. Wegen Meisterli. So. Jetzt fangen da die Agentenaktionen an. Dann hole ich mal die Scouterin von unten. Ei, das ist ja noch eine Vollstack. Umsturz. Und getötet. Was zur Schwächung der Garnison. Also Garnison ist mir vollkommen wurscht. An der Armee in Samos Tatar. So, der hat schon wieder so viele Fernkämpfer. Samos Tatar. Was machen wir hier? Dann mache ich hier den da. Du kommst jetzt mal nach oben. Der hat ja schon auch so viele Fernkampfeinheiten. Ja, aber jetzt habe ich auch welche. Haha. Seltener Hopliten. Ja, ich verdiene nicht so viel, dass ich jetzt hier so viele...
Okay. Dann mache ich hier mal. Ah, warte. Da kann ich ja jetzt hier mal. Nee, das. Mache ich mal hier öffentliche Ordnung Push. Dann gehe ich mal Richtung Norden. Das ist nicht Norden, das ist Süden. Was wollte ich hier machen? Ach so, da war der Stall, genau. Den kann ich ja nicht machen. Noch ein Tempel oder? Nee. Ich mache hier mal diese da. Du gehst dann. Ach so. Nabatea. Ja, Nabatea, du bekommst jetzt auch Stress mit mir. Ah, oh, verdammt, Nabatea ist da. Naja, okay. Komm, mein Freund, sprech. Wir sind Männer der Worte und dienen so unserem Volk mit Ehre. Tja, tut mir leid. Du bist teuflisch. Ich muss. Ich muss. Also, ich will nicht, aber ich muss. Es tut mir leid. Was bist du? Nee. Was bist du? Minus 4 Nahrung. Ja, okay. Das ist akzeptabel. Kann ich hier noch ein. Ah, ich bin doch ein Idiot. Ich wollte doch Schluss machen. Gut. dann. Ja, ich vergesse das immer wieder. Wisst ihr ja. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut. Bye bye.